Die Menschen vergessen immer mehr zu lesen. Dabei sind zwischen den Buchdeckeln Menschen und ihre Geschichten. Jeden Tag erfüllt Karl seine Leidenschaft, Menschen ihre Bücher zu überreichen. Egal ob Mr. Darcy, Effie Briest oder Frau Langstrumpf, alle schätzen seine Besuche. Doch ohne es zu wissen, fehlte etwas in seinem Leben. Ich bin Sascha. Du bist der Buchspazierer. Wenn du mich kennst, weißt du sicher auch, dass ich immer alleine gehe. Gut, ich gehe alleine neben dir. Warum sagen ja nicht deine Eltern dazu? Meine Mama würde es erlauben. Mr. Darcy, ihm bringe ich jeden Tag ein Buch. Was soll das Kind? Es begleitet mich. Menschen, die gerne lesen, haben meinen Namen aus einem Roman verdient. Himbeere. Danke, Frau Langstrumpf. Zitrone. Bringst die falschen Bücher, Buchspazierer. Geht der in deine Klasse? Nein, der geht durch die Stadt. Hast du schon einen Namen für mich gefunden? Für jemanden wie dich gibt es nicht. Nicht in allen Büchern der Welt. Mama, der hat es genauso gemacht wie du. Warst du schon immer der Buchspazierer? Ich meine, früher. Das ist lange vorbei. Mir fällt heute die schwere Aufgabe zu, Ihnen zu kommunizieren, dass wir Sie von Ihren Verpflichtungen entbinden werden. Es tut mir leid. Es gibt keinen Buchspazierer mehr. Geh nach Hause. Aber wir... Geh nach Hause! Du vergisst jetzt mal diesen ganzen Bücherquatsch. Wir sollen ihr Leben leben. Möglicherweise gehören Sie ja zu Ihrem Leben dazu. Du musst ein Buch über uns schreiben. Sind Sie heute mit Ihrer Enkelin? Nein, ich helfe ihm nur. Es heißt ja, man soll alten Leuten helfen. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbazaar. Der Buchspazierer, basierend auf dem Bestseller von Carsten Henn, startete am 10. Oktober 2024 in den deutschen Kinos. Dieser Film, der das Kinoregiedebüt von Ingo de Chao darstellt, ist eine herzerwärmende Hommage an die Welt der Bücher, das menschliche Miteinander und die Kraft der Freundschaft. Die Geschichte dreht sich um den älteren Karl Kollhoff, verkörpert von Christoph Maria Herbst, der als Buchspazierer Bücher zu seinen Kunden nach Hause bringt und dabei eine unerwartete Freundschaft mit der 9-jährigen Shasha, gespielt von Una Bennett, schließt. Die Handlung des Films, die sich stark an der literarischen Vorlage orientiert, stellt Karl Kollhoff ins Zentrum, einen verschlossenen, fast zurückgezogenen Mann, der in die Welt der Bücher geflüchtet ist. Karl meidet den Kontakt zu Menschen, bis das lebhafte Mädchen Shasha beginnt, ihn auf seinen täglichen Buchrundgängen zu begleiten. Was zunächst als widerwillige Begleitung startet, entwickelt sich bald zu einer herzerwärmenden Beziehung, die Karls Leben verändert. Christoph Maria Herbst liefert eine eindrucksvolle und feinfühlige Darstellung des Karl Kollhoff. Bekannt für seine satirischen und komödiantischen Rollen, zeigt Herbst hier eine ungewohnte Tiefe und Sensibilität. Er verleiht dem Charakter eine melancholische Wärme, die das Publikum emotional berührt. An seiner Seite steht die junge Una Bennett, die mit ihrer kindlichen Lebendigkeit und Authentizität überzeugt. Ihre Darstellung der Shasha ist voller Energie und Leichtigkeit und sie schafft es, eine authentische Verbindung zu Herbsts Figur herzustellen. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern bildet das emotionale Herz des Films. Regisseur Ngo De Chao, der sowohl Regie führte als auch die Kameraarbeit übernahm, schafft es, die sanfte Poesie der Geschichte in wunderschönen Bildern einzufangen. Die malerischen Schauplätze der Altstadt mit Kopfsteinpflaster und verwinkelten Gassen tragen zur märchenhaften Atmosphäre des Films bei. Besonders hervorzuheben ist der Detailreichtum, mit dem Karl Kollhoffs Welt dargestellt wird. Seine gemütliche, mit Büchern gefüllte Wohnung spiegelt die innere Welt des Protagonisten perfekt wider. Der Film lebt jedoch nicht nur von seiner visuellen Gestaltung, sondern auch von der fein gezeichneten Charakterentwicklung. Karl Kollhoff, der anfangs wortkarg und verschlossen erscheint, öffnet sich allmählich durch die Begegnungen mit Shasha und den Menschen, denen er Bücher liefert. Diese menschliche Wandlung wird behutsam und glaubwürdig erzählt, ohne dabei in sentimentale Klischees abzudriften. Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt ist die Musik, die von Marvin Miller und Sebastian Fillenberg komponiert wurde. Die zarten, melancholischen Klänge untermalen die emotionale Reise von Karl und Shasha auf sehr stimmige Weise. Der Buchspazierer ist ein leiser, aber tief berührender Film, der die Liebe zu Büchern und die Kraft der zwischenmenschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt stellt. Für Literaturfreunde und Cineasten gleichermaßen bietet dieser Film einen wunderbaren Ausflug in eine Welt voller Wärme, Empathie und Hoffnung.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns im nächsten Video.